Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich nehme noch schnell ein Anoda Knogger Raid mit. Für eine Kollegin. Sie braucht noch ein Raid heute. So. Equinox Event hat angefangen. Große Überraschung. Es kam zwei neue Shinies. Aber nicht Megapla, nicht Knofensa, nicht Tangela, nicht Gattern, sondern Sonfell und Lunastein. Wer hätte damit gerechnet? Vor allem die zwei haben jetzt gewechselt. Lunastein ist wieder am Start. Ich bin auf der Jagd nach Lucky Lunastein natürlich. Und jetzt gezwungenermaßen auch auf der Jagd nach Shiny Lunastein. Was halt dann nebenbei kommen wird. Problem für alle Shiny-Jäger. Es dauert wieder eine Ewigkeit, bis die Shiny Sonfell jetzt bekommen. Bis es halt wechselt. Oder sie tauschen sich das halt irgendwie. Oder halt Urlaub, regional, irgendwo, irgendwie. Eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten natürlich neue Quests, die gehen wir später noch durch. Neue Raids, die werden später erst bekannt gegeben. Dauert noch eine Weile, bis die ersten Eier schlüpfen. Dann war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zum Event. Ich bin auf der Jagd nach Lunastein. Vielleicht kommt nebenbei ein Shiny raus. Ansonsten mach ich Bargain, so wie immer. Voll dunkel. Ja, so ist das Leben. Man sieht nichts. Ja, so ist das Leben. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Nicht wie in Hollywood, wo es, obwohl es mitten in der Nacht ist, alles schön bestrahlt und hell ist. Schnitt. Schnitt. Ich hab geschnitten. Oh, okay. Ja, das wird jetzt rausgeschnitten. Voll gut, oder? Da ist jetzt eh Musik. Du machst noch wieder Musik? Nee, oder? Da kommt keine Musik. Wieso? Jetzt wird ganz normal hier geradet. Schauen wir mal, was hier kommt. Darf ich nicht reden? 7 Leute. Leider unnötigerweise. Die Blauen, die uns die Bälle klauen. Die Shinies klauen. Die Guten klauen. Ihr Blauen klaut uns alles, oder? Aber ich gönne mir jetzt einen 100er Shiny Alola Knogger. Okay, 100er ist übertrieben, aber... 100er Shiny Alola Knogger. Okay. Du hast schon richtig gehört. Ich will normal Shiny. Danke für die Info. Info von? Scheint. Ja. Ich sagen, werde mal wieder zweimal. Und 1012 ist es. Keine Ahnung. Wie viel hast du denn? Hast du mehr als 1012? Nicht geschaut. Also, ich habe keine Ahnung, was 100 ist. Was hast du? 1012. Ich hab 1011. Sehr unwahrscheinlich. Das ist meine. 1007. Sehr unwahrscheinlich. Nee. Ein WP ist so. Ein Ball schon mal weg. Zwei Bälle schon mal weg. Was war das für ein Wurf? So, schauen wir mal. Okay, drinnen. IV-Check. Für diesen nicht 100er Alola Knogger, nicht Shiny. Oh mein Gott, schlechtes Ersatz. So, questtechnisch. Lunastein, den hole ich mir noch. Questtechnisch entwickle 2 Pflanzen-Pokémon, erhalte ein Tangela. Wie gesagt, das gehen wir noch durch, dann erzähle ich euch auch, was ein 100er Tangela ist. So. Aber auf zum Lunastein. Unser erster Lunastein, leider nicht shiny. Wisst ihr, wie viele Lunasteine ich gefangen habe? Gesamt? 13 von 15. Wisst ihr, wie viele Sonnenfell ich gefangen habe? 180. Seht ihr diese krasse Differenz? Wenn Lunastein so selten ist wie beim ersten Mal, dann wird es leidend, Lunastein zu fangen. Jetzt ist Nacht, jetzt ist seine Zeit, aber... Was ist da? Ja, du hast 12 gefangen, 9 von 12. Richtig selten. Dann wird es echt leidend für uns. Und Sonnenfell, überall war Sonnenfell, Leute. Unfaire Aktion. Nantic. So Leute, ist der nächste Morgen. Ich muss nur noch ein paar Sachen erledigen. Heute früh aufstehen. Aber jetzt erzähle ich euch mehr zum Event. Es gibt 4 neue Quests. Fange 10 Pflanzen-Pokémon, 1000 Staub. Nicht schlecht, das kann man sich schon gönnen. Entwickle 2 Pflanzen-Pokémon für ein Tangela. 959 sind 100%. Entwickle 5 Pflanzen-Pokémon für ein Bisaflor. 100%, 1166. Was ich interessant fände, wenn dieses Bisaflor die CD-Attacke könnte. Also so ein Bisaflor ist nicht wirklich interessant, aber so. Dann gibt es natürlich noch eine Taktik, ihr könnt die sammeln und dann falls irgendwann mal, also in euren Stapel reinlegen
Und dann, falls mal irgendwann ein Doppelstaub- oder Dreifachstaub-Event kommt, dann euer Sternstück zünden und die Bisa-Floor abholen. Letzte Quest, fange 3 Bisa-Samen oder Endivier für einen Chillast. Neue Raid-Bosse gibt's auch. Endivier, Sonnenkern, Loturzel und Tusker, jetzt im Einser. Einser eigentlich immer alles shiny, aber Tusker und Loturzel gibt's nicht shiny. Oder gibt's die? Nee, ich meine, die gibt's nicht. Kokowai, normal. Und Alola-Kokowai, Gekkabur Weiterentwicklung. Möglicherweise interessant für alle, die noch ein gutes Gekkabur brauchen oder Gewaltro dann für den Sea-Day was zum Entwickeln haben, für die Sea-Day-Attacke. Flunkiefer und Rosela sind auch am Start. Dreier, Alola Raichu, Machomai, Tangela zurück und dann Kapilz. Kapilz ursprünglich ein Zweier, habe ich auch schon gemacht und jetzt als Dreier. Müsste ich ausprobieren, wäre neu. Alola Knorgas am Start, Despota, Absol, Tengulist. Und eigentlich habe ich auch welche gesehen, Grafiken, Infografiken mit normalem Knogger. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Halte dein Auge offen für normales Knogger, falls es irgendjemand gibt, den das interessiert. Ja, abgesehen davon, gibt es eine neue Box. Weiß noch nicht genau, was ich von dir halten soll. Ein Raid Pass mehr, weniger Inkubatoren, wieder Glückseier. Die kann ich gebrauchen und Lockmodule eigentlich nicht. Ich habe zwar jetzt meinen Homestop, aber ja, weiß nicht. Für Streams ab und zu mal ein Modul, kann eigentlich nicht schaden. Also falls ich wieder Pässe brauche, kaufe ich einfach eine Box. Ich habe nicht wirklich vor, in nächster Zeit so viel zu raiden. Ich habe ja mein Dialga 100. An sich warte ich einfach nur auf den nächsten Raid-Boss. Und dann, passend zum Pflanzen-Event, wird natürlich jetzt wieder gepusht, denn ich habe ein wenig Staub angesammelt. Und das muss direkt wieder verballert werden. 1,1 Millionen. Puh, so viel hatte ich schon lange nicht mehr. Passend dazu, heute 3. 3 Pokémon pushe ich mal wieder. Ihr denkt euch jetzt, Euer Hong, nur weil du jetzt wieder ein bisschen Staub hast, brauchst du nicht alles wieder auszugeben. Keine Angst, eins von diesen 3 ist ein Lucky. Und zwar, ich weiß gar nicht die Namen. Warte mal. So, als erstes haben wir hier mein Satzenia. Mein erstes Lucky 100er. Und los geht's, Power Up. Man hatte ja gemunkelt, entweder Mirapla oder Knofenser. Oder Gertan. Ja, die 2 regionalen, Lunastein und Sonnenfell, schon ein bisschen überraschend. Die hätte ich eigentlich auch gemaxt, aber ich habe noch kein gutes Sonnenfell. Dementsprechend jetzt die 2 Top-Pflanzenkandidaten. Mirapla und Knofenser. Mirapla hat ja 2 Entwicklungen, dementsprechend werden heute 3 gemaxt. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon ein Bluebella gemaxt habe. Nee, das war kein Bluebella, das war ein Sonnenflora. Als Glücksbringer, um in das Event zu starten, pushen wir zu den Ehren des Events ein paar Pflanzen-Pokémon. Ich meine, ich könnte auch ein Sonnenkern shiny noch gebrochen. Ansonsten halt dann auf der Jagd nach Lucky Lunastein. Vielleicht auch ein Shiny Lunastein mit dabei. So. Aber ansonsten bietet das Event trotzdem nicht viel. Ich werde halt Arenen machen und das war's. Und nebenbei halt Lunastein fangen. Aber, wie gesagt, es muss nicht jedes Event überkrass sein, wo man rausläuft und rausstürmt und suchtet. Kann auch einfach so ein chilliges Event sein, mit ein paar kleinen, netten Nebensachen, Nebenaufgaben. Hier und da mal einen Tangela mitnehmen, in Questform oder so. Bisschen Staub machen durch die Pflanzenquest. Ein paar interessante Raids möglicherweise für Leute. Also, so ein kleines, nettes Event ist auf jeden Fall auch mal gut. Und das hat gekostet 90.000. 100.000 ungefähr. Was krass wäre, weil ohne Lucky hätte es einfach 200.000 gekostet. Ich habe immer noch über 1 Million. Nochmal kurz für euch. IV-Check, KP, Angriff, Defense, 15. Dann habe ich natürlich noch Giflor. Erstmal IV-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Und Power-Up. Ja, der ist nicht lucky. Dementsprechend wird das eine Menge kosten. Wahrscheinlich um die 200 irgendwas, 1000. Dann pushe ich noch den anderen. Dann habe ich wieder nur noch 600, vielleicht 500.000. Ah ja. Reicht aber noch, um meinen Dialga zu pushen. Dann am Ende der Woche. Oder Ende des Monats. Aber es reicht nicht, um meine 5 Quasar zu pushen. Auch grün, Pflanze, grün. Aber passt nicht ganz dazu. Ich hatte ja 2 98er, einen davon hatte ich schon max. Dann habe ich jetzt während des Events noch 3 weitere 98er gefangen. Sprich, ich hätte noch 4 98er zu maxen. Und letzter Tag, letzter Raid.
war ich nochmal unterwegs mit ein paar Kolleginnen und hab dann noch einen 96 abgestaubt, Attack 15. Also rein theoretisch hätte ich jetzt ein 6er Team Rayquaza, 5 98er, einer davon Attack 14 und ein 96er Attack 15. Klingt ziemlich krass, aber kein Staub. Ich habe nicht mal die Bonbons sogar dafür. Was gut ist, weil jetzt habe ich wieder einen Grund, irgendwo Sonderbonbons reinzustecken. Ich hatte jetzt schon viel zu viele und gar nicht mehr gewusst, wohin damit. Aber 5 Rayquaza noch weiter zu pushen, ja, das benötigt ein paar Bonbons, Sonderbonbons. Jetzt kann ich die sorglos immer in Rayquaza reinstecken. Ja, aber der Staub ist nicht da oben. 5 Rayquaza jetzt noch zu maxen. Ist wahrscheinlich einfach so, ja, 1,25 Millionen. Ungefähr. Ich werde wahrscheinlich nie genug Staub haben, um einfach so nochmal 5 Rayquaza zu maxen. Ja, so ist das Leben. Als verrückter Pusher. E-Mail. Klang nach Arbeits-E-Mail. Nicht gut. Ich muss das hier schnell machen, weil danach geht's auf zum X-Rate. Heute ist X-Rate-Tag. Euch allen viel Glück. Letzte Chance auf Angus-Form Deoxys. Und nächste Woche dann Verteidigungsform. So, gleich haben wir's. Giflo damals auch mega gewesen. Sehr guter Angreifer. So. Also über Giflo hatte man sich früher damals echt gefreut. Kam damals natürlich nicht so hoch wie jetzt. Ganze WP-Änderungen. Spiel hängen geblieben. Toll. Okay. Letzter Push. 2559. Max Giflo. Ein Hammer noch. Oh Mann. Der ist low. Mein Bluebella. IV-Check für euch. Bester Satz. KP Angriff Defense 15. Ja. Das wird noch eine Weile dauern. Ich denke, wir sehen uns am Ende, wenn ich den fertig gepusht habe. So, jetzt haben wir es gleich. Ich sage gleich, aber es dauert immer noch eine Ewigkeit. Wir sind erst bei 10 Bonbons. Danach kommt 12. Okay, endlich 12. Und dann kommt noch 15. Staubtechnisch kommen wir sogar drunter als erwartet. Was natürlich schade ist. Aber, ja, mein. Kostet einfach zu viel hier. Oder? Nee. Wir sind noch hingekommen. Ich dachte, wir kommen unter die 500.000. So, und wieder beim letzten Push bleibt es hängen. Ich weiß nicht, was los ist. 2281. 100% Max Bluebella. Ich hoffe mal, das ist ein kleiner Glücksbringer für das Event. Equinox Event hat angefangen, Leute. Es ist nicht das beste Mega-Event, aber hier und da auf jeden Fall ein paar nette Sachen, die man einfach mitnehmen kann. Ich bin auf der Jagd nach Lucky und Shiny Lunastein. Euch viel Glück, viel Spaß. Und vor allem heute jetzt letzte Chance auf Angus vom Deoxys, da auch nochmal viel Glück. Das war's von mir, Leute. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.